Der georgische König Heraklius II. Schreibt einen Dankesbrief an das Awarenvolk dafür, dass es ein Schutzschild im Krieg gegen das arabische Kalifat war, das im 14. Jahrhundert in das moderne Georgien einmarschierte, und gegen den Anführer dieser Araber, Abu Muslim Scheik. Ein Teil der auf der anderen Seite des kaukasischen Hauptkamms lebenden Awaren, damals noch überwiegend orthodoxe Christen, wurde in diesem Widerstand fast vollständig ausgerottet. Schließlich waren sie es, die diese Araber nicht weiter nach Georgien eindringen ließen, und deshalb blieb das Christentum in Georgien erhalten. Dies war natürlich ein fataler Fehler jener Awaren, die damals auf dem Gebiet des modernen Kachetien lebten und ihre Siedlungen kompakt an den Flüssen Iori und Alasan lagen. Dieser heftige Widerstand gegen diese Horden, die kachetischen Awaren, führte dazu, dass zu Beginn des 15. Jahrhunderts die meisten dieser Awaren ausgerottet wurden und der Rest schließlich mit den Georgiern assimiliert wurde. Während andere Völker, die sich auf dem Weg der arabischen Truppen befanden, wie die Letzkins und Laks, fast sofort und ohne Widerstand zum Islam konvertierten. Die Awaren kämpften erbittert. Sie sagen, dass Abu Muslim Scheik, als er dies sah, einen Appell an Allah richtete mit der Bitte, dass die Awaren Muslime werden sollten. Auch in Zukunft werden die Awaren den Islam so vehement verteidigen, wie sie damals das Christentum verteidigten. Für diesen Widerstand tragen die Awaren noch immer Konsequenzen, inzwischen haben sich bereits andere Völker auf ihrem Land niedergelassen, und ihre Zahl wächst immer noch exponentiell und überholt die Zahl der Awaren, einst das zweitgrößte Volk im Kaukasus. Seitdem haben die Awaren keine wichtige politische Position auf der Weltbühne mehr eingenommen. Die einzige Ausnahme bildete die Herrschaft des großen Umar Khan, der über eine Armee von 20.000 Menschen verfügte und alle politischen und wirtschaftlichen Probleme im gesamten Kaukasus lösen konnte. Er war auch nicht dem Osmanischen Reich unterstellt. Und die aktuelle Situation der Awaren ist im Allgemeinen bedauerlich. Niemand kann ihre persönlichen Probleme lösen, und sie stehen unter dem Joch von Völkern, die zuvor in Dagestan überhaupt nicht existierten, oder selbst wenn sie es wären, sie lebten am Stadtrand und hatten den Status von Flüchtlingen, die vorübergehend in den Orten lebten, ihnen von den Awaren zugeteilt, ihnen aber gleichzeitig Tribut zollen. Im Laufe der Zeit wurden diese einstigen Awar-Länder von diesen Fremden erfolgreich erobert und alle Steuern wurden abgeschafft.